Neuen Heimatmuseen. Wer sind Sie nochmal, Frau Ebeling? Smilla Ebeling ist mein Name. Das konnte man noch nicht hören, weil es noch so laut war. Also okay. Das ist Frau Ebeling. Ja, und ich freue mich, den zweiten Abendvortrag ankündigen zu können und möchte zunächst die beiden Referenten, Blessless Mahoney und Didine van der Platenflotbroek, vorstellen. Blessless Mahoney ist Dekanin der Eberhard-Anbau-Scheibenschwenkflug-Universität Brake an der Weser. Und Didine van der Platenflotbroek ist Pröbstin der Elsa Sophia von Kamphövener Fernuniversität Katzenelnbogen. Ich hatte bereits mehrfach das Vergnügen, Vorträge der beiden Professorinnen der Beredsamkeit zu erfahren. Und ich schätze sehr, wie sie Wissen produzieren, dabei immer neue und spannende Bezüge herstellen und auch immer äußerst charmant Geschlechterpolitik betreiben. Erst kürzlich haben die beiden sich als Bartenwale im Fummel bezeichnet, die im Meer der Weisheit schwimmen und Weisheiten sammeln. Und als bei uns im Team in der Vorbereitung zur Tagung die Frage aufkam, wie wir weitere Perspektiven mit in die Tagung aufnehmen können, habe ich sofort gedacht, dass euer queerer Blick auf Heimatmuseen unsere Tagung ganz wunderbar bereichern würde. Und ich freue mich sehr, dass das nun klappt. Und wir hören Sie heute zu dem Thema Wir Mädels vom Schlimmenhof oder das innere Apoditerium, Reflexionen über Topografien der Heimat. Uns allen wünsche ich viel Spaß. Seid bereit. Ja, so beschwingt gehen wir heute in unseren kleinen Vortrag, 3,5 Stunden kurzer Impulsvortrag für Sie auf dem weiteren Weg zur Diskussion rund um das Thema Heimatmuseum. Und bevor wir weiter in unserem kleinen Vortrag vorwärts gehen, wollen wir die Zeit nutzen, noch ganz kurz Dankeschön zu sagen. Wir sagen natürlich, Smilla, Dankeschön für die Einladung, das ganze Team, dass Sie das möglich gemacht haben. Und ganz besonders muss ich danken Melanie, die mich eben gerade quasi vor dem spannenden und sehr netten Vortrag von Ihnen, Herrn Antonietti, im Auto noch einmal um Oldenburg herumgefahren hat, wo ich noch schnell Sachen organisiert habe, sodass das heute hier stattfinden kann. Das ist großartig. Ja. Ich freue mich auch, du hast dich schon für uns beide bedankt, würde ich sagen. Ja, ja. Ja. Also ich freue mich auch, hier zu sein und ich bereite sozusagen den Einstieg in das heutige Thema vor, Heimat, Heimatmuseum. Ja. Wir möchten Sie mitnehmen in unseren Vortrag in unser kleines Heimatmuseum und da haben wir einen Plan angefertigt, den Sie auf dem Mitschreibeblatt auch schon mal anschauen können. Unser ganzer Vortrag heute ist in Form eines Heimatmuseums gedacht. Wir wollen Sie quasi mit diesem Museumsplan durch unsere vielleicht an der einen oder anderen Stelle wagemutigen Choreografie unserer Vorlesung ja, führen, leiten und dorthin bringen, wo wir Sie hinhaben wollen. Und das Spannende daran ist ja, also hier haben wir die Verortung des Museums im Außen, nicht in der Stadt,
Darauf wollen wir nicht näher eingehen, das können Sie einfach mal nachschauen, wo liegt eigentlich das Museum. Hier haben wir den Eingangsbereich unseres Museums, die Florence Nightingale-Warte mit dem Kassenhäuschen. Dahinter eine große Freitreppe, natürlich behindertengerecht, auch mit Rolltreppe und Rampe. Und dahinter erschließt sich unser großes, wundervolles Heimatmuseum. Und im Wesentlichen geht es uns heute hier um diesen Bereich. Wir haben es auch dort nochmal auf der Wand etwas größer aufgezeichnet. Es geht hier um diesen Bereich Freitreppe, Apoditerium und 5 angrenzende Räume. Das Spannende an unserem Museum, das wir uns ausgedacht haben, ist Folgendes. Im Kassenhäuschen können Sie aussuchen, wie Sie hineingleiten wollen in Ihr ganz persönliches Museum, in diesem Fall aber dann in unseres. Wir haben hier Säulen aufgestellt entlang der Freitreppe und Sie können sich aussuchen, an wem möchte ich entlang schreiten, während ich ins Museum gehe. Und wir haben uns überlegt, so viele hier, die sich zum Thema Heimatmuseum interessieren, würden sich vielleicht vorstellen, die Altvorderen der Heimatmuseumsforschung. Dann können Sie das angeben, unten am Kassenhäuschen, ja, ich möchte gerne Cicero auf einer der Säulen haben, der hat sich doch so schöne Gedanken über Heimat gemacht. Oder, lassen Sie mich das kurz ablesen, oder zum Beispiel Bausinger oder Greverus, Georg Singel oder Piepmeier oder Mitscherlich, Krämer und Klein sind noch ganz wichtig, Waldenfels, Dürrmann und natürlich der unvergessene Brepol. All diese Figuren könnten nun marmorn auf diesen Säulen stehen, während sie sich mit dem Thema Heimat befassen und ins Museum schreiten. Das wären dann, wenn ich Sie richtig verstehe, quasi dann die Säulenheiligen, quasi, die man sich selbst wählt. Genau, und man schreitet sozusagen in dieser durchglühten Erwartung hinauf in das Museum. Ein Traum. Flankiert von den Altvorderungen, nicht? Frau Kollegin, es geht ja um Heimat, es geht um Heimatmuseum, um Heimaterinnerungen. Ja. Wenn ich Sie auf dieser Freitreppe hinaufschreiten sehen würde, welche Säulenheiligen würden Sie sich denn dann aussuchen? Was wäre denn Ihre Idee zum Thema Heimat? Und Frau Kollegin, beim Thema Heimat immer aufpassen, immer schauen, was rechts ist und was links ist, ne? Das ist ganz wichtig. Brot. Okay. Auf meinen Säulen würde Schwarzbrot liegen. Unter schönen, wundervoll polierten Glaskuppeln. Schwarzbrot. Schwarzbrot ist für mich so die Vorstellung von Heimat. Ich würde da lang schreiten und das Toastbrot rechts liegen lassen und mich am Schwarzbrot ergötzen, um ins Museum zu schreiben. Und wie ist es bei Ihnen? Was wäre denn Ihre Vorstellung von Säulenheiligen? Bei mir wäre es ja so, dass das eines der wichtigen oder spannenden Gefühle zum Thema Heimat ja für mich der heilige Sonntagabend ist, wo ich normalerweise meine Pediküre mache und zum Schluss dann mal ganz entspannt meine Fußnägel lackiere. Das ist so eine der Situationen, wo ich mich so ganz heimelig fühle, ganz heimatlich. Also bei mir wären wahrscheinlich verschiedene Nagellacksorten auf den Säulen, wenn ich in unser Museum hineinschreiten würde. Sie sehen schon, es ist ganz unterschiedlich offensichtlich bei uns. Ich betreibe keine Pediküre, deswegen habe ich da keinen Bezug zu. Lass das immer abschaben, einmal im Monat. Und jetzt, ne, stellen Sie sich vor, wer würde denn auf Ihrer Säule stehen oder was oder welcher Zustand, nicht? Was steckt eigentlich dahinter, dass wir uns diese Gedanken gemacht haben? Ja, weil wir sind ja auf dem Weg in unser Heimatmuseum und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist quasi der Ausgangspunkt für jedes Heimatmuseum? Und es ist eben Heimat und hat auch unser Titel unserer Vorlesung eben was mit Heimat zu tun. Und wir wollen uns dem Thema Heimat heute auf unterschiedlichste Arten und Weisen nähern und anfangen wollen wir quasi die geistige Dunsthaube, die sich in diesem Raum heute hier unter diesen Perücken bildet oder unter ihren Perücken oder Zweithaben, wer auch immer sowas trägt, quasi zu öffnen mit 2 Lieblingszitaten, die wir haben, die quasi das Thema Heimat einmal so schön öffnen sollen. Genau. Nicht? Und das Spannende bei der Vorbereitung, wir haben nach Zitaten gesucht, ist, dass uns aufgefallen ist, dass es auch schon andere schlaue Menschen gab, die sich Museen ausgedacht haben, Frau Kollegin. Absolut. Also es ist die Frage, ist es ein ausgedachtes Museum oder ist es ein echtes existierendes Museum? Realitäten schaffen durch Benennung, nicht? Da sind wir ganz im Foucault'schen Bereich. Insofern, ja, Hans Magnus Enzensberger hat ja auch mit seinem Museum der Poesie, glaube ich, in den 60er Jahren, ja, ein fiktiv-reelles Museum geschaffen. Ganz wunderbar. Und da hat er eben verschiedene Poetiken in einem Museum zusammengefasst. Und dort sind wir
gestolpert über eines der vielleicht spannendsten, nettesten und schönsten Zitaten rund um das Thema Heimat. Und soll ich das einfach vorlesen, Frau Kollegin, ja, bevor wir was sagen zu dem Schöpfer des Ganzen? Ja. Okay. Soll ich es dann parallel hinlegen? Ja, legen Sie es gerne hin. Wie eine Stute, die heranstürmt aus dem fernen Asien und ihren Kopf ins Mittelmeer taucht, das ist unsere Heimat. Ist das poetisch? Die Zeile schon, der Vortrag war jetzt ein bisschen vehement, möchte ich sagen. Naja, aber es nimmt einen ja auch so mit, nicht? Das reißt einen auch mit, Mensch. Ja, wenn ich es mir durchlese, also das, im Deutschen kriegten wir das nicht so hin, wenn wir über Heimat denken, da wäre vielleicht der Pudel. Der okay, lassen wir das. Nicht. Versuchen wir das nicht ins Deutsche, nein, besser nicht. Ja, wer hat es denn geschrieben? Ja, Nazim Hikmet. Ach, da steht es ja. Genau. Ja, genau. Und genau, es ist aus der Gedichtsammlung David, die Sendung. Mhm. Und eigentlich ist er ja bekannter für andere Zitate, nicht? Ja, er ist bekannt für ein anderes Zitat. Hannes Wader hat dieses Zitat ganz bekannt gemacht, ist aber aus demselben Gedicht, nicht? Ich nehme das kurz auch mal auf. Dafür ist er, ich glaube, seit den 60ern bei uns sehr bekannt. Das ist quasi, kann man das sehen? Das lesbar? Leben einzeln und frei wie ein Baum und dabei brüderlich wie ein Wald, die Sehnsucht ist unser. Also das hat der Wader übersetzt, ist aber von Nazim Hikmet. Und wenn wir über Nazim Hikmet kurz nachdenken und das Thema Heimat uns fragen, dann müssen wir kurz mal in die Biografie von Herrn Hikmet reinschauen. Ja. Das ist ja, also man möchte ja sagen, man weiß ja gar nicht, also was für den wohl Heimat ist. Ja, er ist in Thessaloniki geboren, damals noch im Osmanischen Reich, heute ist es Griechenland. Er ist in Moskau im Exil verstorben. Er ist der türkische Dichter der Moderne. Thessaloniki, Türkei, Moskau, aber seine Vorfahren sind deutsche und polnische Menschen. Da wird es schon spannend mit dem Thema, was ist denn für so einen Menschen Heimat? Ja. Und wir wollen mit einem zweiten Zitat quasi den Kopf freiräumen, ein Zitat, was uns auch sehr gut gefallen hat. Und es ist ganz simpel, denn es heißt, ist der Weg nicht schon Heimat? Und an dieser Stelle wollen wir vielleicht in unseren Vortrag einsteigen quasi, unser Themengebiet Heimat. Aber lass mich kurz noch bemerken, ein spanischer Schriftsteller, Sie. Ne, der in Spanien gelebt hat, gestorben ist, dort aufgewachsen ist, also einfach rein spanisch ist. Ja, nicht? Ja, das, wenn wir jetzt das bei Herrn Hikmet so betonen, dann sollten wir das vielleicht an dieser Stelle dann vielleicht dann auch nochmal sagen, der richtige. Absolut, absolut. Ja. Eintrittskarten haben Sie bereits bekommen. Wir haben uns das extra hier nochmal aufgeschrieben, dass Sie möglichst nicht neben Menschen sitzen, die dieselbe Farbe haben. Sonst tauschen Sie immer noch ein bisschen. Genau. Aber das fehlen noch welche. Ja, wir geben einfach welche hier in den Raum rein. Und wer noch welche braucht, nimmt noch welche. Oder tauschen aus. Geben Sie gerne weiter. Super. Und ja. Wir kommen quasi in den ersten Raum, den wir mit Ihnen heute betreten wollen, in unserem kleinen Heimatmuseum. Und es ist auch der zentrale Raum unseres Heimatmuseums, das Apoditerium. Und die meisten von Ihnen werden natürlich wissen, was damit gemeint ist. Insofern müssen wir uns eigentlich gar nicht lange da, oder wollen wir doch? Also ein bisschen würde ich schon. Na gut, ja. Wollen, nicht? Also Sie schreiten also entlang Ihrer Säulenheiligen durch den wundervollen Torbogen und landen im Apoditerium. Ein Raum, der kreisrund ist, stellen Sie sich das vor, ein kreisrunder Raum mit vielen unterschiedlichen Öffnungen, Höhlen, Türen, Falltüren, Fenster, Rolltreppen, Rampen, Löchern im Boden. Also das ist so der zentrale Raum, das Apoditerium. Und von diesem Apoditerium, diesem zentralen Raum, gehen alle anderen Räume unseres Museums ab. Nicht? Es ist der zentrale Raum unseres Museums, denn wir sprechen heute über unsere eigene Heimat. Es geht um unsere eigenen Topografien der Heimat und wir haben uns die Frage gestellt, was ist denn unsere eigene Heimat? Wo fühlen wir uns denn ganz zu Hause? Und da sind wir eben auf diesen Raum des Apoditeriums gekommen und haben uns quasi im Griechischen bedient. Genau, im Griechischen ist das Apoditerion.
ist eine Umkleide im Prinzip, ein An- und Auskleidezimmer, das wir aus dem Griechischen und den römischen Bädern und Thermen kennen. Also bevor man ans Schwitzen geht, entledigt man sich der Kleidung. Und ist auch das hier heute auch so? Nein, wir sind okay, heute nicht. Hier ein Vortragssaal, kein Apothiserium. Okay, gut. Und auch die, das Gymnasium, wo die jungen Athleten im Griechenland gefördert und gefordert wurden, dort gab es auch ein Apothiserium. Also dieser Raum, in dem man sich umkleidet und auskleidet. Also das so ja, als kurze Zusammenfassung, was ist das eigentlich für ein Raum, den wir da betreten? Und wir haben diesen Raum gewählt, weil er für uns für etwas steht. Ich darf kurz ganz persönlich werden. Das Apothetherium ist für uns ein Raum, der ganz im Foucault'schen Sinne der ständigen neuen Selbsterfindung dient. Es ist der Raum, wo wir uns umziehen. Es ist der Raum, wo wir in unsere Kleider steigen, unser Zweithaar nochmal auffrisieren und einen Hauch von Farbe ins Gesicht bringen und eine Transformation erleben. Vor circa 25 Jahren, als ich angefangen habe, mich mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen, Kleidung zu tragen und auch mal ein Zweithaar zu tragen, war ich ganz am Anfang des Studierens, wusste überhaupt nicht, was mein Leben mir noch bringen sollte und war eher verwirrt. Und im Apothetherium passierte etwas Merkwürdiges mit mir. Ich konnte in eine Rolle reinsteigen, die vielleicht erst in 30 oder 40 Jahren für mich gedacht war. Eine Idee war zum Beispiel damals, dass ich unbedingt gerne als Journalistin im Fernsehbereich arbeiten wollen würde. Und das Spannende war, ich konnte mir eine Heimat, eine Idee, eine Kugel, ganz im sloterdijkschen Sinne des Blasenmodells, eine eigene Blase für mich selbst basteln, in die ich einsteigen konnte, eine eigene Heimat und dort das werden. Also das heißt, es ist ein Prozess der Selbstermächtigung, dass ich in meine Blase, in meinem Apothetherium einsteige und es werde. Und das ist etwas Spannendes, denn wir beide haben davon gelernt. Wir haben daraus gelernt und es ist ein Prozess geworden, den wir quasi internalisiert haben und den ich in meinem Leben immer wieder jetzt anwende und dazu Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, aber nicht immer ein Zweithaar brauche und nicht immer ein Kleid brauche. Es geht um die Frage, was erlaube ich mir in dieser Gesellschaft, welche Rolle darf ich mir nehmen, bildlich gesprochen, welche Heimaten, viele Heimaten darf ich mir denn gönnen und erschaffen und diese Idee der Selbstermächtigung, eigene Heimaten in sich selbst zu finden, dieses Apothetherium eben als Quelle der eigenen Kraft und der eigenen Kreativität zu sehen, das ist unsere Idee vom Apothetherium. Und das soll vielleicht auch eine Idee sein, die Sie vielleicht mitträgt durch die nächsten Diskussionen, die Sie noch führen werden rund um das Thema Heimatmuseum. Das ist unser zentraler Raum, unsere Kraftquelle, unsere Inspirationsquelle für das Thema unsere innere eigene Heimat. Ja, und wie Sie eben so schön sagten, Frau Kollegin, nach Ihrem persönlichen Statement, dieses Apothetherium, unser Heimatbegriff, ist ja quasi aus dem Staub der Puderquaste geboren. Ja, das kann man so sagen, ja. Ich möchte das kurz ergänzen, ich möchte nicht so persönlich werden. Stichwort, Sie haben es genannt, Transformation, nicht also Formation, Struktur und Ordnung und Trans von zu, nach, hin, zu, durch, nicht also Bewegung und Struktur, das ist das Spannende am Apothetherium, nicht? Und dann möchte ich noch einen Begriff hinzufügen, Sie beschrieben ja gerade Ihre persönlichen Erlebnisse durch diesen Sie sind ganz Zeitraum. Gestreift heute. Ja. Entschuldigung. Aber falsch. Ja. Aber gut, Entschuldigung. Ja. Tunte sein. Ja. Das Tunte sein an sich, nicht? Und übertragen wir das jetzt im universellen Sinne. Sie sollten sich ja vorhin auch kurz überlegen, wie wären denn meine Säulen heilige, wenn ich in das Museum ginge. Vielleicht würden Sie persönlich im Apothetherium entdecken, das, was ich sein kann, ist gar nicht an mein Geschlecht gebunden, es ist nicht an mein Alter gebunden, es ist nicht an mein Aussehen gebunden. Das wäre doch schön. Und in diesem Sinne dann wiederum einen Heimatbegriff zu entwickeln, der so selbstbestimmt ist, möchte ich mal sagen. Nicht? Also im Sinne, und jetzt kommen wir zum großen Bogen, die Puderquaste, im Apothetherium streuen wir uns Glitter auf die Hirnrinde. Als Idee, wie man etwas möglich machen kann. Und das soll auch eben Ihre Idee oder kann Ihre Idee vielleicht sein, und werden. Und ich glaube, an dieser Stelle macht es Sinn, wenn wir uns vielleicht dem Wort Heimat und dem Thema Heimat nochmal so ein bisschen annähern. Und hier sind vielleicht einige Sachen, die einige von Ihnen schon gehört haben. Wir versuchen sie trotzdem entspannter und überaus interessanterweise nochmal ganz kurz anzureißen, Frau Kollegin. Ja. Unser erstes Thema ist Heimat und Raum. Ja.
Das ist der erste Raum. Wenn Sie das notieren wollen, auf dem Zettel im ersten Raum wäre Heimat und Raum. Genau. Und wenn wir über Heimat und Raum sprechen, also Heimat ist ja ganz häufig eben an die Dimension Raum gebunden. Es ist die Erinnerung oft an einen Ort in der Kindheit, eine Situation in der Kindheit, die viele Menschen sagen, dort, wo meine Eltern waren, wo ich geboren bin, das ist meine Heimat. Es kann das Elternhaus sein, es kann vielleicht auch ein Viertel sein, in dem man groß geworden ist. Also es gibt auf jeden Fall diese räumliche Dimension im Thema Heimat. Nicht Orte, Landschaften, Regionen. Sie haben es eben so schön gesagt, Ihr Elternhaus. Wenn man auszieht, zum Beispiel zum Studium in eine größere Stadt, dann könnte man sich eine neue Heimat erschließen. Absolut. Nicht? Ja, und dann könnte man sich überlegen, ist denn dann das Elternhaus vielleicht die alte Heimat oder die eigentliche Heimat? Also auch eine räumliche Vorstellung, die darin steckt. Ja. Ich vergeistige gerade, ja. Ich merke es. Vergeistigen, sehr schönes, sehr, sehr, sehr schöner Punkt. Denn wenn wir Heimat und Raum zusammenbringen, wäre ja das besonders Spannende, was passiert denn, wenn wir den Raum wegnehmen? Heimat ohne Raum quasi. Und dann sind wir ganz schnell in solchen Situationen, dass man sagt, religiöse Gedanken, die da sehr, sehr spannend sind. Nicht? Also Heimat im Jenseits. Also ein mittelalterlicher Gedanke, dass man sagt, die Erde ist nur das Jammertal, aber irgendwann, wenn wir gestorben sind, kommen wir wieder ins Paradies, aus dem wir ja eigentlich vertrieben wurden, nicht? Als emotionale Grundheimat, möchte man sagen, nicht? Also gibt es was größere Heimatidee als das Paradies an sich? Und wir alle werden aus dieser Heimat rausgestoßen, aus dem Mutterleib Gottes quasi hinaus in die Welt durch das Jammertal. Und insofern kann Heimat auch was Jenseitiges natürlich sein. Nehmen wir vielleicht nicht nur die Christen, sondern auch die Buddhisten im Sinne von einem immer wiederholten Leben, um dann irgendwann in einem jenseitigen Nirvana einzugehen, vielleicht die große Nulllinie als Heimat zu verstehen. Ja? Jetzt, wo Sie gerade davon sprachen, dass wir des Paradieses angeblich verwiesen worden sind, also ins Exil mussten, dann ist es ja gar kein religiöses oder schwebendes Thema, sondern ein ganz konkretes. Absolut. Die Exilerfahrung ist ja eine, die die Welt eigentlich prägt. Stichwort Zweiter Weltkrieg. Nehmen Sie zum Beispiel Schriftsteller, Schriftstellerinnen in Deutschland, die sich nicht mit den Nationalsozialisten arrangieren wollten. Die sind ins Exil gegangen worden, muss man sagen. Und da ist es wirklich ganz spannend, wie die mit Heimat umgegangen sind, weil einige daran scheitern und in der verlorenen Heimat quasi stecken bleiben. Und andere sich neue Heimaten schaffen. Ja, oder ihre Sprache als ihre Heimat, als ihre originäre Heimat entdecken. Also im Ausland zum Beispiel die ganzen Schriftsteller, die zum Beispiel nach Shanghai gegangen sind, in die Türkei oder auch in die USA, das Deutsch als Sprache, als ihre Heimat betrachtet haben und sozusagen zwar das Land verloren haben, möglicherweise als physischen Grund, den sie betreten können, aber die Sprache mitgenommen haben. Ganz kleine Klammer, dann ganz große Klammer, aber nur angerissen, weil sonst müssen wir heute hier 5 Stunden reden, Migration. Schrecklich. Schwierig. Alles. Aber das Schöne daran ist, weil wir gerade bei Schriftstellern waren, Frau Kollegin, es gibt ja Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die haben im Exil Utopien entworfen, wie denn ihre Heimat sein soll. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie soll denn das Land aussehen, in das ich zurückkehre? Wie wäre das idealtypisch? Und haben Utopien entwickelt, also Räume entworfen in schriftlicher Form, die in der Zukunft lagen. Nicht? Und dann, um das vielleicht das Thema Raum abzuschließen, aber gleichzeitig zum zweiten Thema Heimat und Zeit zu kommen. Nicht? Was da in der Zukunft liegt. Das kann ich auch wieder notieren. Raum 2 kommen jetzt hier. Raum Heimat und Zeit. Denn diese Zeitdimension von Heimat ist natürlich auch immer eine ganz spannende. Es war ganz spannend, als sie diese ersten Fotos aufgelegt haben. 1900, Mensch, ist das lange her. Tolle Bilder, fand ich wirklich beeindruckend. Ich liebe diese Masken, aber anderes Thema. Also Heimat hat natürlich diese Zeitdimension. Wie ich Ihnen gerade schon sagte, es ist die Erinnerung vielleicht an die Kindheit, nicht? Für die meisten von uns mindestens 10 Jahre her, vielleicht sogar mehr. Und hier knüpfen Sie an, wenn Sie an Ihre Kindheit denken, denken Sie natürlich auch an Ihre Vorfahren. Ja. Nicht nur an die Eltern, sondern auch an die Vorfahren. Zeitdimension kann auch heißen, wir sind die Van der Platte und Flott Brooks, wir leben schon seit 200 Jahren hier. Die Zeitdimension scheint eine spannende Sache zu sein, weil da stellt sich auch die Frage, auch darüber werden Sie wahrscheinlich schon diskutiert haben und geredet haben, aber ganz kurz, seit wann ist denn Heimat dieser unglaublich schwere Begriff geworden?
Denn früher war das ja eher eigentlich eine Verwaltungs... Ein Verwaltungsbegriff, nicht? Ja. Geburtsort oder Standort, Heimatort. Ja. Jetzt ein nüchterner Verwaltungsbegriff, den wir auch bei den Gebrüdern Grimm in ihrem Lexikon so finden, zu der Zeit aufgeschrieben und notiert. Aber in der Romantik, mit dem Aufkommen der Industrialisierung, lädt sich dieser Heimatbegriff unglaublich auf. Ja, offensichtlich wird es dort wichtig, auf einmal Heimat zu benennen, denn... wahrscheinlich werden die Menschen zu dieser Zeit öfters heimatlos, dass sie dann öfters darüber reden müssen. Und eben halt dann auch als kultureller Ausdruck der Romantik und so weiter. Ja. Aber es ist schön, dass Sie das sagen, heimatlos werden, das hat ja auch eine soziale Dimension und wir gehen in den dritten Raum, Frau Kollegin. Ja, nicht? Ja. Heimat und Sozial. Ein paar Fußtritte heute hier, ne? Ja. Nicht? Also, heimatlos werden, da kann man natürlich mit der Frage verbinden, bin ich hier noch zu Hause? Bin ich hier am richtigen Platz? Wo ist denn eigentlich mein Platz? Nicht? Wie kann ich denn sozusagen eine Beheimatung für mich selber herstellen? Mhm. Im Kontext zum Beispiel der Industrialisierung. Migration, ja. Ja. Ganz das ist so toll, dass man einfach so Schlagworte sagt und alles schwingt mit. Ja. Das war ja auch das Konzept unserer Vorlesung. Wir brauchen Ihnen ja nichts zu erklären, wir brauchen ja nur antickern. Kleine Kristallisationspunkte liefern für die große dreistündige Arbeit, die wir dann nachher machen, Ihnen jetzt schon mal ganz viele eben Glitterkörner auf die Hirnrinden streuen. Nicht? Aber Heimat und Soziales, da nehmen wir zwei große Beispiele. Braunkohleabbau im Tagebergbau. Ja. Nicht? Da wird ja reichlich Landschaft und Heimat weggefressen. Da kann man sich mal fragen, bin ich hier noch zu Hause? Ja. Auch bei uns in Hamburg, nicht? Ja. Wo für irgendwelche Flughäfen auf einmal ganze Flussarme trockengelegt werden, Dörfer irgendwie platt gemacht werden. Und das Lustige ist dann, wenn dann gibt es ein schönes Beispiel von einem Dorf, von dem man da glaubte, man braucht den Platz und man hat alle Leute rausgeschickt und vertrieben und jetzt steht es leer und man braucht den Platz trotzdem nicht mehr. Und was ist denn das jetzt? Ist das noch eine Heimat? Die Leute wollen irgendwie auch nicht mehr zurück. Spannendes Thema. Aber genau, es ist so spannend, das Thema Heimat und Soziales, dass ja auch moderne Künstler sich dazu äußern. Und ich darf zitieren einen sogenannten Rap-Barden. Und ich tue das nur sehr, sehr ungern, weil er ist ein ausgemachtes Arschloch. Man darf das so offener sagen, oder Frau Kollegin? Ja. Ja. Es ist ein Arschloch. Nichtsdestotrotz mit seinem ersten Song, Mein Blog, hat er eine ganz spannende Idee zum Thema Heimat gemacht, denn er hat eben genau seine Heimat definiert in einem Song. Und in diesem Song geht es eben um seinen Häuserblock, in dem er lebt. Und ich finde vielleicht der Refrain ganz spannend. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block, meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Heimat in der Kunst. Oder? Ja, oder eben, ich würde dann zeitlich etwas nach hinten springen, in die 80er, in die frühen 80er. Meine Künstler, die ich mir ausgesucht habe, sind im urbanen Umfeld aufgewachsen, ebenso wie Herr Sido, nämlich die wundervolle sogenannte neue deutsche Welle-Band Ideal. Und Ideal hatten ein wundervolles Lied auf ihrem Album Binu, 83 veröffentlicht, mit dem Titel Keine Heimat. Und das können wir hier mal kurz lesen. Und da heißt es quasi auch im Refrain, keine Heimat, wer schützt mich vor Amerika? Keine Heimat, wer schützt mich vor Amerika? Die Jüngeren unter Ihnen vielleicht als Information, Ronald Reagan, ein Schauspieler, war zu der Zeit Präsident. Und auch hier quasi ja die Frage, nicht? Also da ist Heimat irgendetwas... Das deutsche Disneyland, wer ist denn unser Präsident? Sind wir der 53. Bundesstaat der USA? Man weiß es nicht. Wer ist die Mickey Maus, Sie oder wir? Also das ist auch so ein schönes Beispiel, wie ich fand, wo man auch nochmal gucken kann, Heimat und Soziales, wo bin ich denn zu Hause? Nicht, wenn das ganze Land plötzlich zum Disneyland wird. Da hat sich Annette Humpe und ihre Herren in dieser Kombo Gedanken gemacht. Ja, also Heimat und Soziales, Heimat und Kultur. Ja, das ist ja auch Ausdruck von Kultur auf jeden Fall. Ja. Und die Cleveren von Ihnen haben es natürlich gemerkt, der Anfang unserer Vorlesungstitel ist ein Zitat, nicht? Einer alten
Nein, es geht um einen Heimatfilm, muss man einfach sagen. Es ist ein Heimatfilm. Ja, wir Mädels vom Immenhof. Ja, ne? Das war die sogenannte Immenhof-Reihe, die in den 50ern und in den 70ern eine unsägliche Fortsetzung erfuhr. Aber 1955 war der erste Auftritt der Immenhof-Kombo im deutschen Fernsehen mit Dr. Pudlich und Oma Janssen. Und was ich daran ganz besonders schön finde, das ist in diesem Zusammenhang, den wir hier halt heute bearbeiten, ganz wichtig. 1955 war das der erste Auftritt von Island-Ponys im Fernsehen. Oh. Ja, auf dem Immenhof gibt es natürlich Pferde. Und jetzt wird es bitte tragisch. Jetzt wird es tragisch. Ich möchte Sie bitten, jetzt schon mal die Taschentücher zu zücken, weil jetzt kommt... Ja. Island-Ponys, die Island verlassen ins Ausland, dürfen nie wieder zurückkehren. Ja, ja, den Blick, genau diesen Blick, ja. Genau diesen Blick. Das hatten wir auch, als wir das gesehen haben zum Thema Heimat. Ich glaube, es gibt nichts Tragisches als diese Information, die wir Ihnen heute mitgeben. Denken Sie heute beim Einschlafen mal an die vielen, vielen Island-Ponys. Heimat und Kultur, das ist unser Thema. Und da sind wir natürlich, und das ist vielleicht auch anschließend an Ihr Thema, Herr Antonietti, das Thema von Heimatpflege, nicht? Und Heimatkulturen. Da geht es zum Beispiel um Trachten, nicht? Sie hatten dieses schöne Trachtenbeispiel. Ja. Und was? Auch wir tragen ja heute Trachten. Ich weiß nicht, ob Sie das natürlich haben Sie es mitgekriegt. Ja. Was tragen Sie denn für eine Tracht, Frau Kollegin? Ja, das ist die typische Tracht, die in den späten 1990ern von Bankiersgattinnen im Raum Frankfurt in Deutschland getragen wurde. Ganz typische Tracht. Ja. Und du? Ja, ich, also vielleicht, dass dieses Element ist ganz wichtig, hier das Durchbrochene, ich denke, ich das zeigen darf. Ich bin ja Vorsitzender des jüdisch-klingonischen Heimatvereins und wir führen auf dem Platz de Lampedusa vor unserem Heimatmuseum des Öffnen auch mal Batlet-Vorführungen vor. Und ich trage eine relativ schlichte Tracht einer Rapproch. Wundervoll. Und ja. Du kannst es tragen. Du kannst es tragen. Ja. Und ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, du hast natürlich auch deine Haare dementsprechend frisiert. Ja. Ne, vielleicht hier so ein kleiner Fingerzeig. Nee. Ja, also das ist meine Tracht. Aber darf ich kurz nochmal zurückspringen, Frau Kollegin? Ja, ja. Also wir sind ja am Assoziieren wild. Immenhof, nicht die Heimatfilmreihe, basiert natürlich auf einem Buch. Und zwar von, kannst du mir immer nicht merken, von Ursula Bruns. Sie hat es geschrieben. Und in diesem Buch, das ist das Spannende, geht es um eine Heimatvertriebene, die mit Dick und Dalli, die beiden Hauptpersonen im Film und im Buch, aus Ostpreußen ins Schleswig-Holsteinische jettet, um sich zu retten vor den Wirren des Krieges. Im Film 1955, über dieses Thema ausgeklammert, darüber wollte man dann in der Heimatfilmreihe nicht berichten. Die sind einfach plötzlich in Schleswig-Holstein aufgetaucht. Wie Pilze aus dem Boden. Das ist ja dann auch das Schöne, nicht? Also wie sich auch Heimat und die Idee von Heimat ändert. Ja. In den 50er Jahren musste Heimat was Schönes sein. Ne? Also Heimat kann nur schön sein, mein Gott. Aber eben sprachen Sie von Heimatpflege, Frau Kollegin. Ja, ja. Heimatpflege. Unser Dorf soll schöner werden. Zum Beispiel. Ja. Und die Frage, könnte nicht auch die Graffiti, die mich eigentlich an meiner Wohnung, also an meiner Haustür auf St. Pauli ärgert, könnte nicht auch Graffiti zum Museum werden? Ja, also ich meine, wenn ich durch unser baldiges St. Pauli so stratze, dann ist das ja eine spannende Situation geworden, dass die Häuserwände quasi eine Public Gallery geworden sind. Und natürlich ist das Kunstwerk an sich immer vergänglich, wie das in der Natur des Graffitis ist, aber eben die Institution der Public Gallery, nämlich alle Häuser sind beschmiert auf Deutsch gesagt, wird langsam zum heimatbildenden Teil dieser Straßen, in denen wir wohnen. Ja. Und Graffiti erregen ja in mir Emotionen. Ach mein Gott, wir sind beim Thema, sind wir schon beim Thema Emotionen? Okay, Nummer 5, Heimat und Emotions. Wir haben uns jetzt überlegt, nicht im Vorfeld, Emotionen ist ein weites Feld, wollen wir uns nicht beschränken? Ja. Und da haben wir uns überlegt, auf was haben wir uns überlegt? Ja, wir haben uns gesagt, okay, von den vielen Möglichkeiten, über die man reden kann, gibt es ein Wort. Und es freut uns ganz besonders, dass Sie heute hier sind, weil es ist quasi ja, das schönste Wort rund um das Thema Heimat. Es ist das Wort Heimweh. Ja. Und wer hat es erfunden? Ja, richtig, die Schweizer. Es ist wirklich spannend, denn dieses Wort Heimweh kommt so ungefähr aus dem 17. Jahrhundert. 17. Jahrhundert.
Und es ist zum ersten Mal im Schweizer Idiotikon dokumentiert, dass es 1651 zum ersten Mal auftauchte, dieses Wort Heimweh. Und dann schlich es sich sofort in alle medizinischen Publikationen der Schweiz ein. Also es schien zuerst eine Krankheit zu sein, dieses Heimweh. Und bleibt aber erstmal auf der Schweiz beschränkt. Und erst in der Romantik wandert es langsam aus und wird zu einem größeren Begriff. Aber diese Schweizer Idee des Heimwehs findet sich natürlich in dem großen Buch der Schweiz wieder, richtig, Frau Spiri, genau, mit ihrem schönen Büchern rund um Heidi, das Heidi, nicht? Genderbefreit ist das, nicht? Ja. Die gute Johanna Spier, die diese beiden Bücher geschrieben hat, Heidis Lehr- und Wanderjahre, Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Und das Titelbild der Erstausgabe, das hat mich so fasziniert, weil wir kennen sie ja quasi nur als Heidi-Autorin, aber in der Schweiz wurde drauf gedruckt von der Verfasserin von Ein Blatt auf Fronis Grab. Und das ist in der Schweiz wahrscheinlich einfach ein Gütesiegel. Da wusste, ach, die hat das geschrieben. Das Wunder quasi, im selben Jahr erscheint es und dann wird es auch gleich in Gotha verlegt, im selben Jahr. Also es ist einfach beeindruckend. Und das Spannende, Frau Kollegin, nicht? Ja. In Heidi kommt ja auch Frankfurt vor, nicht die Bankiersgattin. Da haben wir sie wieder, nicht? Ja, als eben Ort des schrecklichsten Heimwehs überhaupt. Da muss die Heidi wieder zurück, sonst wird sie krank, nicht? Und deswegen, das ist ja auch psychologisch wirklich spannend, das Buch, weil die Krankheit ist ja in Frankfurt, nicht? Frankfurt ist eine Krankheit. Die Clara, richtig. Würden wir das heute unterschreiben? Ja, wir müssen es unterschreiben, wenn wir den Zustand des deutschen Bankensektors uns anschauen. Ja. Aber wir haben im Vorfeld, also zum Thema Heimweh, auch diesen wundervollen Satz, den hatten Sie sich ja so auf die Fahne geschrieben. Ja. Soll ich ihn zitieren? Ja, bitte. Ja, okay. Heimweh ist die Sehnsucht in der Fremde, wieder in der Heimat zu sein. Das war der eine Satz. Ja, ich meinte den anderen, genau. Ja, Sie meinten den anderen Satz. Und Sie meinten nämlich, dass Heimweh ist schlimmer als Durst. Richtig. Und das finde ich eine ganz, ganz beeindruckende Aussage, die wir nachher mit einem Experiment ausprobieren wollen. Wir wollen eine Gruppe von Ihnen 14 Tage lang nicht in die Heimat reisen lassen und eine Gruppe von Ihnen 14 Tage nicht trinken lassen und dann schauen, was ist nun wirklich schlimmer, Heimweh oder Durst. Da kommen wir dann gleich zu. Ja. Und das Thema Durst, nicht, ist ja auch immer bei Schiffbrüchen ein Thema. Ja. Und vielleicht ist das noch das letzte Lieblingszitat, was wir zum Thema Heimweh haben. Ja. Die Matrosen bei uns auf St. Pauli, es ist einfach das unser Thema, nicht? Meine Heimat ist die See. Fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, nicht? Das ist sehr fluide Heimaten, nicht? Ja. Oder also, dass eine Lebensweise eine Heimat ist, nicht? Ja. Das unterwegs sein auf den Weltmeeren, nicht? Absolut, absolut. Na, Sie kennen das vielleicht auch, das wundervolle hessische Zitat, was es noch zum Seefahrer gibt. Ja, wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Aber anderes Thema. In unseren paar Minuten sind wir quasi mal fünf Dimensionen des Themas Heimat durchgegangen und wir fragen uns natürlich jetzt, was ist denn nun Heimat? Ist Heimat eine Lebensweise, wie Sie es gerade gesagt haben, oder ein Ort oder eine Zeit? Was machen wir denn da fest? Und es ist vielleicht die eigentliche Aussage ist eben die Pluralität des Ganzen, die es dann eben wegnimmt von dem Einzelnen. Also Heimat ist immer mehr als nur der Raum oder mehr als nur die Zeit oder mehr als das Soziale. Und insofern wird Heimat eben ein an sich und in sich transzendenter Begriff, nicht? Es ist fast ein Phantasma, es ist die Erinnerung an etwas. Das ist ja das Spannende, dass für 90% der Menschen, wissenschaftlich belegt, ungefähr 90% der Menschen die Idee der Heimat immer eine Heimat an etwas Vergangenes oder etwas ist, wo man nicht ist. Also ich rede immer über die Heimat, wenn ich nicht da bin. Wenn ich da bin, dann bin ich zu Hause, ja. Aber die Heimat, dieser emotional aufgeladene Begriff, findet ja dann immer statt, wenn man eben nicht dort ist. Es ist also ein Sehnsuchtsort, ein Phantasma, ein, ja. Mit Erinnerung verbunden, sage ich jetzt auch. Ja, kann man auch sagen. Ja. Und somit kommen wir in unseren didaktisch-pädagogischen Raum. Der ist wo genau? Den haben wir reserviert. Wo habe ich ihn denn jetzt? Panic Room? Ach, die Sonderausstellung hier.
dieser pädagogisch-didaktische Raum, den haben wir vorgesehen für Sonderausstellung, für temporäre Ausstellung. Und im Moment haben wir ihn eingerichtet. Ja. Wen treffen wir in diesem Raum? In diesem Raum treffen wir die sogenannte beleidigte Leberwurst. Sie wird auch gerne genannt die Pommersche aus dem Buchenrauch. Es ist der Erika-Steinbach-Raum. Ja. Ich musste natürlich sein. Wir müssen uns diesem Thema beim Thema Heimat und Heimatpflege und Heimaterinnerung natürlich widmen. Nicht Erika Steinbach, das sagt Ihnen was. Sie ist die Vorsitzende, also die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. Sie ist vor kurzem heilig gesprochen worden, die heilige Erika. Nicht? Sie erlebte ja quasi die Gnade der frühen Vertreibung und ist für so manches Wunder bei der Völkerverständigung mit unseren östlichen Nachbarn bekannt und berühmt geworden. Ja. Also deshalb dachten wir, temporäre Ausstellung, ganz kurz, ist kein Dauerraum in unserem Museum. Herzlich willkommen im Erika-Steinbach-Raum. Und wir haben diesen didaktischen Raum deswegen eingebaut, denn wir wollen quasi das, was wir hier eben gerade gesagt haben, verknüpfen. Wir wollen uns nochmal die Idee des Apoditeriums zu eigen machen und sagen, ein Heimat kann ein Ermächtigungsraum sein, ein Raum, in dem ich mir selbst Möglichkeiten schaffe. Heimat kann ein fiktiver Raum sein und ich möchte anschließend an den Gedanken vorhin, das Paradies als Uridee von Heimat, aus dem wir vertrieben werden. Und wenn ich an das anschließe, was ich eben gerade sagte, dass Heimat ja auch immer dann meistens virulent ist, wenn wir eben nicht da sind, wenn wir quasi gerade Heimat vertrieben sind, dann sind wir doch eigentlich ständig immer Heimatvertriebene. Und wenn wir immer ständig Heimatvertriebene sind, dann haben wir Gott sei Dank auch die Möglichkeit, dieser beleidigten Leberwurst den Begriff des heimatvertriebenen Seins zu entreißen und ihn vielleicht neu zu prägen und neu zu denken und vielleicht auch positiv und schöner zu denken. Was auch immer das sein mag, weil das Schöne am Vertriebensein von Heimat ist ja eben vielleicht auch das Sehnen zur Heimat, ein schönes altes Wort, nicht? Und dieses Sehnen, sich nach etwas sehnen, ist ja an sich ein sehr spannendes, tolles Gefühl. Also insofern, das soll vielleicht Aufruf sein, in unserem kleinen didaktischen Raum der Sonderausstellungen, nehmen wir dieser blöden Kuh einfach den Begriff des Heimatvertriebenen und denken ihn einfach neu. Darf ich da einhaken? Bitte, ja. Das ist halt ein fulminantes Statement. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ja. Also wenn es um Definitionen von Heimat und Heimatvertriebenen geht, dann geht es ja auch immer um Deutungshoheit und Deutungsmacht. Ja. Und mitschwingend sind immer wieder Werte. Ja. Nicht? Es geht ja auch immer wieder um Werte. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf unser Thema Utopie. Nicht? Für Michael Ende, Schriftsteller von Momo und der unendlichen Geschichte, barg das schöpferische Schreiben, also das schriftstellerische Schreiben, die Möglichkeit, alte Werte neu zu schöpfen oder ganz neue Werte quasi zu schaffen. Nicht? Und dieses Schaffen und Schöpfen, das hat er gemacht, indem er ein Land, zunächst noch eine poetische Landschaft, nicht real, geschaffen hat, nämlich Phantasien. Nicht? Und diese Erfindung, dieses Phantasien, und da kommen wir wieder zu Ihrem Mitschreibezettel, wenn Sie da mal genauer drauf schauen, Michael Ende manövriert durch sein Phantasien mit den vier Himmelsrichtungen. Nicht? Sie haben auf dem Mitschreibeblatt eine Windrose und die ist sortiert nach den vier Himmelsrichtungen Schönheit, dem Wunderbaren, dem Geheimnisvollen und dem Humor. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir wollen den Begriff des Heimatvertriebenen positiv oder neuer oder schöner definieren und Frau Steinbach wegnehmen, dann sollten wir das vielleicht im Sinne dieser vier Himmelsrichtungen tun, nicht? Dass wir sagen, das ist unsere Leitung, unsere Richtschnur, unsere Windrose und aus diesen Begrifflichkeiten versuchen wir etwas Positives im Heimatvertriebensein zu finden. Und mit dieser Idee wollen wir uns nun auch wirklich zum Schluss etwas sehr Positivem zuwenden. Wir wollen quasi als Gegengewicht zur beleidigten Leberwurst aus Pommern den Raum der weisen Worte betreten. Und das ist quasi der vorletzte Raum unserer kleinen Museumsführung, Heimatmuseumsführung. Und wir haben gesucht nach Menschen, die uns beeindruckt haben bei dieser Frage, wie gehe ich denn mit meinem eigenen Heimatgefühl um? Und Kurt Tucholsky war einer der Menschen, die uns beeindruckt hat.
Und er sagt und schreibt zu dem ganzen Thema. Es ist mein Zitat. Es ist dein Zitat, wenn du möchtest. Unser ist es, dieses Land, und so widerwärtig mir jene sind, die umgekehrte Nationalisten nun überhaupt nichts Gutes mehr an diesem Land lassen, kein gutes Haar, keinen Wald, keinen Himmel, keine Welle, so scharf verwahren wir uns dagegen, nun etwa ins Vaterländische umzufallen. Wir pfeifen auf die Fahnen, aber wir lieben dieses Land. Es ist unser Land. Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir. Und in allen Gegensätzen steht, unerschütterlich, ohne Fahne, ohne Leierkasten, ohne Sentimentalität und ohne gezücktes Schwert, die stille Liebe zu unserer Heimat. Das Spannende daran fand ich jetzt, wie kann denn die aussehen, diese stille Liebe? Nicht? Könnte sich diese stille Liebe in einem Fahnenautokorso ausdrücken? Ist sie überhaupt abbildbar? Hat sie Symbole? Vielleicht lassen wir das einfach so stehen und nehmen noch ein zweites Zitat mit. Und das freut mich ganz besonders, das ist sehr aktuell. Es wurde gerade letztens gehalten. Und zwar ist es die Rede des Deutsch-Iraners Dr. Navid Kermani zur Feierstunde 65 Jahre Grundgesetz im Bundestag vor einigen Wochen. Und falls Sie es nicht gemacht haben, lesen Sie diese Rede nach, weil die ist wirklich super. Und er sagt etwas zu seiner Idee von Heimat. Ich liebe dieses Zitat, ich lese es nochmal vor. Ich neige vor Bildschirm nicht zu Sentimentalität. Und doch ging es mir wie so vielen, als zu seinem 100. Geburtstag die Aufnahmen eines deutschen Kanzlers wiederholt wurden, der vor dem Ehrenmal im ehemaligen Warschauer Ghetto zurücktritt, einen Augenblick zögert und dann völlig überraschend auf die Knie fällt. Ich kann das bis heute nicht sehen, ohne dass mir Tränen in die Augen schießen. Und das Seltsame ist, es sind neben allem anderen, neben der Rührung, der Erinnerung an die Verbrechen, dem jedes Mal neuen Staunen, auch Tränen des Stolzes, des sehr leisen und doch bestimmten Stolzes auf solch eine Bundesrepublik Deutschland. Sie ist das Deutschland, das ich liebe, nicht das Großsprecherische, nicht das Kraftmeiernde, nicht das Stolz, ein Deutscher zu sein und Europa spricht endlich Deutsch-Deutschland. Vielmehr eine Nation, die über ihre Geschichte verzweifelt, die bis hin zur Selbstanklage mit sich ringt und hadert und zugleich am eigenen Versagen gereift ist, die nie mehr Prunk benötigt, ihre Verfassung bescheiden Grundgesetz nennt und dem Fremden lieber eine Spur zu freundlich, zu arglos begegnet, als jemals wieder der Fremdenfeindlichkeit, der Überheblichkeit zu verfallen. Das sind vielleicht die beiden Zitate, die wir gerne setzen wollten gegen Frau Steinbach und gegen die Idee, das Thema Heimat automatisch immer mit kruden Gedanken zu besetzen. Ja. Und so kommen wir in unseren heimeligsten Raum, möchte ich fast sagen. Nicht nach dem Raum der weisen Menschen, die es jetzt nur zwei aus diesem groß gefüllten Raum, kommen wir in den Immenhofraum. Wir waren eben schon beim Thema Heimat und Kultur. Richtig. Waren wir schon bei den Filmen. Es ist natürlich eine Filmtrilogie aus den 50ern, die Mädels vom Immenhof, Hochzeit auf Immenhof und Ferien auf Immenhof, 55, 56, 57. Diese Filmtrilogie ist ja quasi die Blaupause an sich für die Vorstellung von deutscher Heimat, möchte ich fast sagen. Und es kreiert so ein museales Bild von Heimat. Und dieses spezielle Format war wahr und wirklich, zugleich aber auch reiner Sehnsuchtsort. Nicht? Also es war ja nichts Reales, was man da gesehen hat. Und deshalb halten wir diesen Raum, in den wir jetzt gemeinsam hineingehen, in den Immenhofraum, für einen wundervollen Raum, um gemeinsam mit Ihnen jetzt etwas auszuprobieren. Wir haben Ihnen diese Eintrittskarten vorhin mitgegeben. Wir würden Sie jetzt bitten, ganz spontan aus dem Bauch heraus, wenn Sie einen Stift haben, wir haben noch mehr, falls Sie noch Stifte brauchen, sagen Sie Bescheid, Ihre Idee oder Ihren Kristallisationspunkt zum Thema Heimat hier drauf zu schreiben. Ist es ein Gefühl? Ist es ein Wort? Ist es ein Bild? Sie können auch malen. Und wir geben Ihnen genau 2 Minuten, es muss Bauchgefühl sein. Schreiben Sie auf, was für Sie Heimat ist. Und zwar ab jetzt, die Zeit läuft. Stifte, oh Gott, Hilfe, Stifte. Yeah!
Was ist Ihre Heimaterinnerung, Ihr Heimatgedanken, Ihr Heimatgefühl, Ihr Heimatgeschmack, Ihre Heimat? Wenn Sie das in einem Wort, in zwei Wörtern vielleicht zusammenfassen müssen. Und sehr schön. Wir können schon mal ein bisschen erzählen, was geschrieben wurde. Ja, bitte. Wir werden natürlich nicht alles vorlesen können heute. Aber bevor ich vorlese, was wir hier finden, sollten wir vielleicht erklären, was gerade passiert. Ja, ich pinne Zettel an die Sie haben natürlich gemerkt, dass die Eintrittskarten verschiedenfarbig sind. Da haben wir sie nämlich überrumpelt. Wenn Sie jetzt von einem Gefühl geschrieben haben, zum Beispiel, und denken, es ist Gefühl, aber es ist auf der gelben Karte, dann gehört es natürlich nicht zu Gefühl und Emotion, sondern zu Zeit. Und dann bekommt nämlich das Gefühl Ankommen beim Thema Zeit eine ganz andere Dimension rechtzeitig ankommen. Aber es ist, was wir hier gerade... Kannst du ganz kurz, weil ich muss ja hier was hinschreiben. Ja. Was wir hier mitmachen, ist quasi, dass wir Ihre Heimaten in einem Satz, in einem Wort, in einem Bild zusammenführen und quasi ein hiesiges, jetziges, momentanes, in dieser Sekunde entstandenes Heimatmuseum bilden. Und ich glaube, das ist eine der zärtlichsten Ideen, wie man Heimatmuseen denken kann. Und ich würde Sie gleich einladen wollen, sich anzuschauen, was alles für unterschiedliche Heimatideen hier passieren. Wir werden hier gleich noch eine Menge pinnen. Ganz kurzer Break. Ja. Weil dann würde ich nämlich sagen, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch ein bisschen, meine Damen und Herren. Blessless Mahoney. Natürlich an meiner Seite die unvergleichliche Didine van der Platten-Flottbohr. Einen herzlichen Applaus. Wir werden das gleich nach draußen stellen und vielleicht mit Ihrer Hilfe das noch anpinnen und dann können Sie mit einem Glas Sekt sich das nochmal anschauen und abfotografieren und in die nächsten Workshops reinnehmen. Aber vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere Frage und wir würden uns freuen über jegliche Art von Fragen. Schuhgröße, wo das Kleid herkommt. Wir haben Zeit. Ich verschaffe noch ein bisschen Zeit. Wir haben hier, und das ist keine Deko, für euch beiden zum Dank. Oh mein Gott, die Blumen meiner Kindheit. Helmerblumen aus dem Oldenburger Garten. Oh, was ist das für Herrn? Oh,
bitte. Und einen Tee. Cola. Ja, wundervoll. Dankeschön. Ja, genau. Und genau, gibt es denn Fragen? Ja, bitte. Sie haben in Ihrem Vortrag ja mehrfach auf Foucault angespielt. Ich hatte aber den Eindruck, dass dieser Raum des Apodikteriums, so wie Sie ihn geschildert haben, er wirkte ja eher wie so ein Schweizer Käse mit diesen vielen Löchern, ja. Ob das nicht eher mit dem Bild Ihrer guten Freundin Judith Butler, dass wir uns nicht ganz entsprechen können, dass wir die innere Fremdheit in uns haben müssen, in unserer eigenen Heimat, ob das nicht noch näher geht? Ja und nein. Also ich, beim Foucault'schen Gedanken, dass dieses Zwangs oder der Notwendigkeit, des, sich ständig wieder selbst neu zu erfinden, das war natürlich der Ausgangspunkt, aber letztendlich, und da muss ich ein bisschen korrigieren, sind wir natürlich ganz bei Sloterdijk dabei. Nicht bei dieser Idee, dass unsere Existenzen eben alle zusammen einen Schaum darstellen und jeder eben in einer Blase dieses Schaums lebt. Und da ist ja dieser unglaublich zärtliche Heimatgedanke drin: je schöner ich die Innenseite meiner Blase gestalte, so ist es physikalisch eben das Spannende an einem Schaum, ist meine Innenseite ihre Außenseite. Das heißt, je schöner ich mein Leben lebe, je schöner ich mein Make-up auftrage, desto schöner wird ihr Leben. Nicht? Und insofern ist eben auch die Idee des Apodikteriums nichts anderes als ein Schaumgebilde, in dem ganz viele Schönheiten und Ideen gleichzeitig stattfinden können und sich gegenseitig miteinander befruchten. Nicht? Vielleicht als ein Gedanke. Ja? Ja? Weitere Fragen? Ja, wenn es keine Fragen gibt, dann lesen wir doch vielleicht einfach ein, zwei, drei Sachen schon mal vor. Ja. Also dieses gemeinschaftlich entstandene Heimatmuseum hat im Raum, Heimat und Raum, wundervolle Kristallisationspunkte wie Utopie, frisch gewaschene Bettwäsche, ist das Gefühl, geliebt und akzeptiert zu werden, aber im Zusammenhang mit dem Raum, Erlebnisse mit Freunden und der Familie, wenn ich einen Igel sehe, Nähe, ist auch ganz toll, Raum und Nähe, Völlegefühl, der Raum, der eingenommen wird, von Völlegefühl. Ja. Ja. Und auch schon Raum immer gleich bleiben, das ist ja fast schon astrophysikalisch. Ja, das sind wir, ja, eindeutig. Also das zum Thema Raum, vielleicht. Ja, ich habe jetzt erst Hundekuchen gelesen, aber ich glaube, es geht nicht um Hundekuchen, sondern ein Hardekuchen. Und das ist vielleicht eine lokale Spezialität. Also vielleicht können wir da nachher noch was... Hardekuchen. Hardekuchen? Nein, das glaube ich nicht. Eine Insel, beim Thema Soziales ganz spannend natürlich die Eltern. Ja. Ja. Heidelbeeren, nicht? Also die soziale Idee der Heimat ist eine Heidelbeere vielleicht. Ja. Aber niemand ist eine Insel, oder? Nein. Zukunftshoffnung. Mein Thema Kultur. Zukunftshoffnung, ja. Sehr schön. Und bei Emotionen habe ich hier noch Sprache, Emotionen Nordsee, Heimat. Liebe, passt das? Ja, bei Emotionen. Bisschen weit hergeholt. In diesem Sinne, ich glaube, wir waren jetzt lang genug in einem sehr, sehr warmen Raum. Es freut uns ganz besonders. Und wir gehen jetzt mit dieser Wand raus und sticken und pennen. Und Sie können jetzt noch ganz viel durchlesen. Dankeschön. Schönen Abend. Ja. Kollegin, der Rest. Oh.